Hallo und herzlich willkommen bei tariftipp.de. Ich bin hier auf der IFA zu Gast bei HTC und habe hier in Händen das neue HTC Desire 510. Dieses Gerät kommt wahrscheinlich noch im September auf den Markt für einen Preis von 199 Euro. Unverbindliche Preisempfehlung. Wir haben hier ein 4,7 Zoll Display. Wiegen tut dieses Gerät inklusive des Akkus 158 Gramm. Angetrieben wird das HTC Desire 510 von einem Snapdragon 410. Das ist ein 1,2 GHz schneller Quad-Core-Prozessor. Als Betriebssystem kommt beim HTC Desire 510 Android in der Version 4.4.3 zum Einsatz. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass dann später auch Android L oder Android 5 oder wie auch immer die nächste Version dieses Betriebssystems heißen wird, auf oder verfügbar sein wird für das HTC Desire 510. Wie man das kennt von HTC-Geräten, haben wir hier natürlich auch HTC Blinkfeed an Bord. Ansonsten gilt, dass wir hier noch einen internen Speicher haben von 8 GB. Wir haben einen Arbeitsspeicher von 1 GB. Und darüber hinaus haben wir auch die Möglichkeit, mit diesem Gerät via LTE zu surfen. Und zwar LTE via Kategorie 4. Das bedeutet, dass wir im Upload bis zu 50 Megabit pro Sekunde haben wir LTE und im Download bis zu 150. LTE ist natürlich in dieser Preisklasse bis 200 Euro auf jeden Fall eine sehr interessante Angelegenheit, was jetzt natürlich nicht ganz so hochgradig ist es hier die Kamera. Wir haben hier 5 Megapixel, wie wir sehen. Darüber hinaus haben wir hier vorne noch eine zweite Kamera an Bord, die allerdings nur VGA-Auflösung bietet. Wie wir sehen, ich habe hier mal eben den Akkudeckel abgenommen, haben wir auch die Möglichkeit, den internen Speicher per microSD zu erweitern, was halt sehr positiv ist, dass hier Karten bis zu 128 GB verarbeitet werden können. Dann haben wir darüber hinaus auch noch den Akku, der ist herausnehmbar und hat eine Kapazität von 2100 mAh. Auch das ist eine recht anständige Zahl.